Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben. Na? Heute gehen wir in den Ork-Friedhof rein. YOLO, rein da. Ja. Gucken mal, dass wir den gut machen. Gibt's hier? Okay. Ich werde euch nebenher dann gleich ein bisschen was erzählen. Wer es mitbekommen hatte, hatte uns ja Tschatsch aus dem World of Gothic Forum einen neuen Renderer vorgeschlagen. Dazu sage ich dann gleich ein paar Worte. Und dann gehen wir direkt mal rein hier. Hallo! Wir sind's, der Templer! Grüß dich! Servus, du Sau! Ha! Abgewehrt! So, was wollte ich sagen? Wir gucken erstmal, dass hier noch Orks sind. Und wenn dann irgendwie eine Laufpassage oder so ist. Ein Templer! Du Sau! Du kannst doch keinen Templer töten! Ah! Sau! So, also. Jetzt gehen wir mal hier ein bisschen suchen, ob es hier Loot gibt. Guck mal, was ist denn das da? Also, Nachtschatten ist klar, aber. Mumie? Die seht ihr nicht ganz so gut, ne? Kann nichts machen. Ja, zum Thema Renderer von Tschatsch. Also. Ich habe ihn ziemlich ausgiebig getestet. Mit Spine, ohne Spine, mit einer neuen Installation, mit der alten Installation. Also, wenn ihr Spine nicht benutzt, dann ist der Renderer echt nice. Ich hatte weniger Abstürze, aber immer noch ein paar. Wobei ich das immer noch auf bisschen auf das Aufnahmeding zurückführe. Weil ohne Aufnahmeding habe ich weder mit dem Renderer noch mit dem normalen von der Clockwork Origin Edition ein Problem. Deswegen, weiß ich nicht, also. Wenn ich ohne Aufnahmeprogramm spiele, hat es für mich keinen großen Unterschied gemacht. Es gab ein paar weniger Grafikbugs. Das ist definitiv der Fakt. Wird einer ganz schön vermöbelt. Ja, ich hatte weniger Grafikbugs, das war es aber auch. Und das war auch nur in Höhlen. Und muss sagen, kann ich persönlich halt relativ gut leben. Was ist mein Endfazit zu dem Renderer? Lieber Tschatsch, falls du es anguckst. Er ist gut. Definitiv. Ich denke, die meisten Funktionen, ich habe da mal ein bisschen kurz reingeguckt in ne, den Code. Ich denke, die meisten Funktionen wird da wahrscheinlich Bone auch ziemlich bald in seinen direkten von Spin einbauen. Was mich sehr freuen würde, weil ich bin ganz ehrlich, gerade dadurch, dass ich ziemlich viel zwischen den Spielen switche, zwischen den Mods, auch offscreen, ne, wenn ich halt mal privat dattel. Finde ich Spine mittlerweile ein Programm, was ich sehr lieben gelernt hatte. Früher gab es ja den Modloader und heute ist Spine sehr nice dabei. Wenn ihr ohne Spine spielt, dann kann ich euch diesen Renderer von Tschatsch, den ihr mir da vorgeschlagen habt, nur empfehlen. Welcher das genau ist, wenn euch das näher interessiert, schreibt es in die Kommentare. Dann gebe ich den mal an. Ich müsste den jetzt erst raussuchen. Ansonsten, mit Spine, bin ich ganz ehrlich, werde ich bei der Clockwork Origin Edition bleiben, weil ich den Eindruck habe, was ja auch logisch wäre, dass da schon Bone ziemlich danach guckt, ob halt er mit Spine gut funktioniert, ne? Also, der Renderer von ihm. Und das tut er ziemlich gut. Ich habe seltene Abstürze und wenn ich Abstürze habe, dann meistens bedingt durchs Aufnahmeprogramm. Auf jeden Fall trotzdem. Vielen, vielen, vielen Dank. Leute, das ist das, was ich euch über die Gothic-Community in dem Forum erzählt habe. Ich habe da einen Beitrag reingestellt und das hat nicht lange gedauert. Da habe ich die ersten Tipps bekommen, die ersten Vorschläge. Manche direkt im Trade, manche per PN. Tschatsch kam sogar in den Stream rein, also gesehen hat, dass ich online bin. Super nice Community. An der Stelle, falls jemand von euch von World of Gothic dabei ist, ihr Lieben, ich danke euch. Es ist mir wie immer eine Ehre. So. Jetzt mal richtig zurück ins Spiel. Wir sind gerade so ein bisschen auf Schatzsuche. Habt ihr gesehen, da waren so Schalter, die scheinen hier die Gitter zu öffnen. Es sind ja nicht alle Gitter offen. Oh, guck mal, hier ist der nächste. Es sind ja nicht alle Gitter offen. Ging da eins auf? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Hier ist eine Mumie. Ja, hier waren wir noch nicht. Die Mumien im Übrigen, ihr Lieben. Wir sind hier ja wirklich im Ork-Friedhof. Das dürft ihr nicht vergessen. Das sind Ork-Mumien. Also wir sind gerade ziemlich fiese Grabräuber. Das werden wir noch in Risen tiefer kennenlernen. Da plündern wir auch Gräber ohne Ende. Waren wir hier oben schon?
Ich glaube ja, ne? Nee. Heilungsrolle, ja. Lichtrollen wären mir lieber, um ehrlich zu sein. Warum Lichtrollen? Ich mir erstmal überlegt habe, dass wir doch nicht den ersten Kreis lernen. Erstmal nicht. Weil, ganz wichtig, wenn ihr mal permanente Tränke bekommt, das ist in Gothic 1 ein bisschen tricky. Und das euer Main-Attribut ist, also auf die Sache, worauf ihr hauptsächlich geht. Bei mir zum Beispiel Stärke. Wartet, bis ihr 100 Punkte gelernt habt. Ohne Ringe, ohne allem drum und dran. Bis ihr 100 Punkte erreicht habt. Warum 100? Bei 100 gibt es... Erstmal eine Fackel anmachen. Bei 100 gibt es eine Lerngrenze. Danach könnt ihr nicht weiterlernen. Ja? Mit den permanenten Tränken aber könnt ihr drüber gehen. Und ja, das hat dann Einfluss auf eure Kampfkraft. Das ist nicht nur statistisch drüber. Genauso zieht Ringe aus und so weiter. Dass ihr wirklich die 100 mit Lernpunkten erreicht. Könnt ihr auch kurz vorm Lehrer machen. Ja, müsst ihr nicht die ganze Zeit ohne Ringe rumrennen. Nur so als Tipp. Müsst ihr natürlich nicht tun, aber würde ich euch raten. So Tränke wie Geschicklichkeit und Mana könnt ihr euch natürlich direkt reinballern, wenn das nicht euer Main-Attribut ist, ja. Ich weiß gar nicht, wie sich das mit Mana verhält für einen Magier. Ich habe, glaube ich, in Gothic 1 nur ein einziges Mal Magier gespielt. Ob das auch bei 100 gekippt ist, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Wäre etwas merkwürdig. Hier waren wir definitiv noch nicht. Yay. Meins. Meins. Ach ja. Noch eine Sache, die ich zur Instabilität des Spiels regelmäßig von Leuten höre. Und dazu will ich noch unbedingt was sagen. Mein Gothic läuft das und das und deswegen nicht stabil. Ich habe doch die gleichen Konfigurationen. Sorry, wenn das ein bisschen genervt klingt, ist es aber auch. Weil ein oder zweimal googeln oder im World of Gothic Forum nachlesen, ohne dass man 20 Trades aufmacht, würde manchmal reichen. Leute, wenn ihr den Marvin-Mode benutzt und die ganze Zeit am Cheaten seid wie der Bekloppte, dann braucht ihr euch nicht wundern, dass das Spiel instabil wird. Das schafft Gothic 1 und auch Gothic 2 teilweise nicht. Marvin-Mode und Stabilität, gerade mit verschiedenen Mods, das sind nicht die besten Freunde. Lasst das Ding einfach aus. Ja, es gibt mal eine Stelle, wo man ihn mal nutzen muss. So ein Beispiel, ja, euch kackt das Spiel ab. Nicht euch kackt das Spiel ab, Bullshit, da braucht ihr den Marvin-Mode nicht. Ihr bleibt an der Stelle hängen, wo ihr ohne Marvin nicht mehr rauskommt. Dann ist eine andere Geschichte. In Gothic 2 gibt es dafür einen Tastenkürzel, tatsächlich, wenn ihr stuckt. Muss den nochmal raussuchen. Das ist ziemlich lustig. Mit diesem Tastenkürzel befreit ihr euch, aber anders als ihr denkt. Ihr werdet nicht einfach nach oben geschubst, ja, und steht an Ort und Stelle. Nein. Ihr steht an den Kurinis am Hafen. Gibt so eine kleine Laterne. Und da steht ihr dann. Warum auch immer. Mann, wo waren wir denn jetzt noch nicht? Doch blöd. Ich hätte hier... Wollte gerade sagen, ich hätte hier gerne irgendeine Anzeige, aber das wäre dann nicht Gothic. Vergesst das. Das wäre blöd eigentlich, eine Anzeige. Vergesst das, das wäre blöd. Ich glaube, hier waren wir aber auch schon. Ja, ach, leck mich doch. Habt ihr nicht gehört, ihr Lieben? Habt ihr nicht gehört? Aber wir hatten einen Waffenring bekommen, ne? Jetzt ziehen wir auch gleich an. Ich gehe jetzt hier noch ein letztes Mal reingucken und wenn hier jetzt nichts ist, dann gehe ich weiter. Scheiß drauf, Leute. Ja, hier waren wir auch schon. Scheiß drauf. Wartet, wir machen erstmal wieder Full Life. Wir wissen ja nicht wirklich, was da unten uns erwartet. Und den Waffenring will ich anziehen. So, zwar Pfeilen können wir ausmachen. Orks tragen eigentlich selten irgendwas, womit sie ballern. Heiltrank und Randa. Rein ins Vergnügen. Mieser Hund. So, speichern. Waffe ziehen. Und aufs Maul. Dem. Und dem auch noch. Oh oh. Ha! Nimmt es auf mit der Kraft des Schläfers. Herr Schläfer, Herr Wache. Erwache, erwache. Repeat, repeat, repeat. Da vorne liegt schon wieder ein Templar, oder? Ja, ich weiß, ihr seht wieder nichts. Licht! Guck, hübsche Schädel habe ich bei mir auch in der Wohnung stehen. Beste Zimmereinrichtung. Wenn ihr mal ein Date habt,
Ideal. Darauf stehen alle Frauen, paar Schädel, bisschen Blut, ein paar Särge. Und wenn sie da nicht schreiend davonläuft, wisst ihr, ist es die richtige. Oder eine totale Psychopathin. Kann auch lustig sein. Hallo! Das ist ein Ball. Ich denke mal, ist er ein obligatorischer Gothic-Manier, unsterblich ist. Deswegen looten wir erstmal. Er hat uns vor uns reingebrüllt, als wir gesprochen haben. Da muss er erstmal jetzt hier ein bisschen kassieren. Mal speichern wieder. Ich hab so ein bisschen Angst. Wie gesagt, vor uns die Probeaufnahme war nicht so toll. Bäm, bäm, bäm. Okay, das interessiert ihn halt gar nicht. Bäm, bäm, bäm. Bäm, bäm, bäm. Danke für deine. Jo, kein Thema. Ich habe tote Templer auf dem Weg hierher gefunden. Wow! Sorry, dass ich das Gespräch überspringen musste, ihr Lieben. Aber sonst werden wir von dem gekillt worden. Wo kommt ihr denn alle her? Ihr wart doch vorhin nicht da. So, jetzt aber. Erwache. Erwache. Ja, in dem Gespräch wäre jetzt nur gewesen, ja, Servus, und ich habe tote Templer gefunden. Und dann jammert er halt, ja, ich habe dich, glaube ich, in Verderben geschickt, als wir hier ankamen. Wir hatten nur Tote erwartet und sind dann auf Orks gestoßen. Das war's alles. Kor Angar schickt mich. Ist der wichtige. Habt ihr irgendein Zeichen des Schläfers gefunden? Dialog. Bisher noch nicht, aber was ist mit Iberion? Gute Frage. Ist er wieder zu sich gekommen? Nein, glaub er ist nicht. Immer noch ohnmächtig. Wir müssen dem Rätsel dieser Höhlen auf den Grund gehen. Nach all den schrecklichen Verlusten kann ich nicht mit leeren Händen zur Gemeinschaft zurückkehren. Doch meine Kampfkünste sind sehr begrenzt und die Orks sprechen nicht auf meine magischen Kräfte an, so wie es die leichtgläubigen Menschen aus dem alten Lager tun. Ja. Wenn dich schon unsere Bruderschaft schickt, vielleicht könntest du mir bei der restlichen Erforschung dieser Gruft helfen. Das können wir machen, da sind wir dabei. Ich werde dir helfen. Wir sind ein Templer. Gut, sehr gut. Aus dieser Halle führen drei Stollen. Wir sollten sie alle durchsuchen. Geh voraus, ich folge dir. Jo. Gut, er ist ein Baal, wir sind ein Templer. Da ist das Ehrensache, ne? Ist ja wohl klar. Ich glaube, wir hätten gar keine andere Option. Aber selbst wenn wir eine andere hätten, unser Job ist es, die Baals und die Novizen zu beschützen, Leute. Also, Anda. Frag mich, wie groß das Ding hier ist. Schon echt lange hier nicht mehr. Was ist ein Ork? Da auch, wenn ich es richtig höre, ja. Aufs Maul, du Vieh, stirb, du. Wie das halt die Typen nicht juckt, ne? Hä? Warum juckt die das nicht? Und wo ist unser Ball? Da kommt er geflogen. Ein Ball kommt geflogen, ganz still und stumm. Er hat vor lauter Freude eine Robe um. Sag mir, wer mag der Ball denn sein? Der stinkt wie ein dummes Schwein. Na 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 na. Dem, dem. Ball. Komm mal hier anmarschiert, Alter. Nochmal ran hier. Hallo. Gothic-Wegfindung. NPCs. Ist immer, immer beste. Bist du hier? Nein. Bist du hier oben? Ah, der steht neben uns! Er ist Renderer unsichtbar. Okay. Hallo, Baluko. Er hat sich unsichtbar gemacht. Der nimmt das sehr wortwörtlich mit unter dem Radar laufen. Pilz. Noch ein Pilz. Und noch ein Pilz. Und noch ein Pilz. Pilze. Schade, dass wir noch nicht bei Konstantino in der Lehre sind. So, Gothic 2. Er nimmt die Pilze. Aber ist trotzdem dumm, die ihm dann zu geben. Hallo, Ball!
Irgendwie verwirrt. Ich dachte ihm. Ah. Hier geht es nicht weiter. Nee. Vielleicht bergen die Nischen hier Hinweise. Jo. Wir haben den Schalter schon gefunden, mein Lieber. Komm, direkt der nächste Heiltrank. Wir könnten das alles mit Essen machen, aber Leute, wir haben so viele Heiltränke. Scheiß drauf. Was haben wir hier? Kruch. Gruschpach. Spricht das irgendwie immer klingonisch aus, oder? Gruschpach. Ist das überhaupt klingonisch? Ha, nicht hier im Spiel, das ist mir schon klar. Hallo? Erwache. Erwache. Wir haben dann eine Pergamenthälfte gerade gefunden. Ich habe dieses Stück Pergament hier gefunden. Hm? Das sieht aus wie eine orkische Zauberspruchrolle. Naja, deswegen nur ein Teil. Sie ist mitten durchgerissen. Es muss noch eine andere Hälfte davon geben. Die Baals, die sind halt genauso hilfreich wie... Naja, Korkalom. Ich sag nur Korkalom. Und wie ich langsam in den Kommentaren mitkrieg, mögt ihr den Typi auch nicht. Der nervt. Der nervt hart. Einer der wenigen im Sumpflager, die wirklich hart nerven. So. Haben wir da noch eine Abzweigung? Dachte ich. Jo. Alter, der steht halt schon wieder darum. Baal! Komm her! Die ganze Zeit Angst. Also nicht, dass wir uns Gegner überfallen, ja? Dann ist der Typ wieder irgendwo hängen bleibt. Der ist Button geblieben im Kopf. Ich sag euch, das wird noch lustig mit dem. Das wird bestimmt noch lustig mit dem. Irgendwie kriegt er bestimmt nachher einen Schreianfall oder spielt den Helden und stirbt. Ach, was wird... Dieser Stollen ist eine Sackgasse. Vielleicht findest du hier irgendwelche Hinweise, die uns weiterhelfen. Ach nee. Ist es das? Mann, wenn ich dich nicht hätte. Hier ist ein zerrissenes Stück Pergament. Ich durfte es noch nicht mal lesen. Dies ist die andere Hälfte der orkischen Spruchrolle. Jo, das ist schön. Was fangen wir jetzt mit diesen beiden Stücken an? Die beiden Hälften passen zusammen. Okay. Doch ich kann die orkischen Zeichen nicht übersetzen. Wofür haben wir den dabei? Zum schönen Aussehen ist es jedenfalls nicht. Oh. Das ist schon mal klar. Können wir das? Ah, okay. Das ist einfach nochmal grafisch, was da liegt. Da geht's, glaube ich, runter zur... Ja, ja. Da waren wir gerade, da unten. Hätten wir von hier oben runterfallen können. Wie gefährlich. Hallo, lieber Baal. Könnten Sie Ihren Pupillchen bitte ausdrehen? Warte mal. Das ist interessant. Also ich kann diesem Ort beim besten Willen nichts Interessantes abgeben. Ich schon. Schweig und betrachte die Runenornamente in dieser Höhle hier. Das soll also nicht hinter dem Baal. Ihr müsst mal auf der anderen Seite gleich gucken. So, da drüben. Zu übersetzen. Oh, Entschuldigung. Das ist es. Es handelt sich um einen Teleport. Er scheint aber nur an einem gewissen Ort seine Kraft entfalten zu können. Okay. Seltsam. Was? Was ich meinte, da sind Runen. Da über den Eingang, seht ihr die? Und da auch? Cool. Das ist mir noch nie aufgefallen, ne? So, das ist das Geile, Leute, in Gothic. Jedes Mal findet man irgendeine neue Kleinigkeit. Irgendeine Kleinigkeit. So, wir gehen hier jetzt noch kurz rein in den Raum. Mal kurz gucken, was es hier noch gibt. Komm, Baal. Wir gucken mal. Nein, können wir nicht machen. Okay, ich habe ziemlich viele Orks gesehen. Das ist kein Speer mehr. Das ist auf keinen Fall ein Speer da hinten. Was ist das für einer? Und da sind auch noch Orks. Können wir den irgendwie separieren? Ich glaube... Wartet mal. Gucken wir, ob wir den in der Mitte da separieren können. Ja. Krieger! Der hat uns schon deutlich mehr abgezogen. Hat der auch eine bessere Waffe? Die ist besser als unsere Einhandwaffe. Und es ist eine Zweihandwaffe. Leute, unsere erste Zweihandwaffe. Geil! Oh, ich bin gehypt.
Ich will weitermachen, aber Leute, wir sind schon bei 20 Minuten wieder. Ah! Das heißt, wir saufen uns jetzt noch einen an. Aber wir müssen die Waffe noch testen, Leute. Die müssen wir einfach noch testen. Das geht ja gar nicht, eine neue Waffe zu kriegen und Schluss zu sein. Das geht gar nicht. So. Erziehen wir die Waffe. Wow, das sind zwei Speer. Da ist ein Unsichtbarer dabei. Ich habe ihn gesehen. Geh weg, Ball! Okay, wir sind halt deutlich schlechter mit dem. Aber das liegt daran, dass wir zwei Hand noch auf eins haben. So, nur mal kurz speichern. Wir machen den Raum hier noch fertig. Den machen wir heute noch fertig, Leute. Nochmal gut Orks aufs Maul geben. Auf deine Nase, du Hässling. Ja, es ist echt viel behändiger, so eine 2-Waffe. Ist ja auch klar, ne? Da haben wir noch einen. Hallo, grüß dich. Oh, dieser Ball. Moment, blockt der nicht wie in der 1 automatisch, wenn ihr einen Rückwärtsschritt macht? Sah nicht so aus, ne? Okay, ihr Lieben. So. Komm, fix. Ist mir das wenigstens noch erkundet haben. Ja, euch jetzt nicht mit den größten Cliffhanger. Was gibt es hier noch zurücklassen? Okay. Ihr sieht mir das so aus, als könnten wir hochklettern. Okay. Okay. So, ihr Lieben. Hier gucken wir uns mal an, wie Balukor dumm gegen die Wand rennt. Alter, Balukor. Okay, ihr Lieben. An der Stelle ist für heute Schluss. Ich danke euch wie immer fürs Zugucken. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns morgen. Haut rein, ihr Lieben. Habt einen schönen Tag. Tschüss.